Die sind befähigt, zu einer grundsätzlichen Kritik der Gesellschaft zu kommen. Worauf ich mit dieser Frage so ein bisschen hinaus will, es gab keine Möglichkeit für dich, für euch, sich theoretisch be zu beziehen auf ja, die Theoretikerinnen des revolutionären Arbeiterkampfes. Also nennen wir Rosa Luxemburg, nennen wir Lenin, nennen wir die verschiedenen abweichenden Strömungen in der KPD in den 20er Jahren. Da gab es keine Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, also so würde ich das jetzt nicht sagen. Also wir haben alle Lenin gelesen und gerade die Zeit nach 68 ist ja viel von dieser verschütteten Literatur aus den 20er Jahren ist wieder aufgelegt worden. Ich zum Beispiel, das hat mich damals sehr beschäftigt. Also während meiner Hausbesetzerzeit habe ich 8 Monate nichts anderes gemacht, als Karl Marx zu lesen und zu studieren, weil ich komme ja auch nicht, ich komme ja auch nicht von der Uni her und das war schon für mich. Ich wollte es irgendwie verstehen und es war ein schwieriger Akt, dass ich mir das irgendwie aneignen kann. Gleichzeitig habe ich mich aber auch kann mich sehr an dieses Buch Max Hölz vom Weißen Kreuz zur roten Fahne erinnern, nicht? Und an dem, wie er sozusagen diesen Klassenkampf beschrieben hat in den 20er Jahren und in was der geendet ist, nicht? Und von dem ist mir insbesondere sehr haften geblieben, seine Prozessrede, eben in der er gesagt hat, die Rechten sind immer konsequenter als wir, nicht? Und wir sind einfach, wir sind nicht militant genug und deswegen verlieren wir. Und das hat mich damals beschäftigt. Also an so einem Punkt habe ich mich schon auf die Arbeiterklasse bezogen, aber ich hätte mich jetzt nicht auf, ich habe auch versucht, damals so Arbeiterliteratur zu lesen, wie die von Willy Predel oder sowas, aber die hat mir ehrlich gesagt nicht im Denken weitergeholfen. Ich bleibe im Wesentlichen dabei zu fragen, weil die Zeit so knapp ist, möchte aber vielleicht kommentierend an der Stelle einschieben, sowohl Bredel als auch Max Hölz versuchen ja sozusagen den, du sprichst von den 20er Jahren, versuchen ja so ein bisschen über die Niederlage hinwegzukommen. Spätestens 1923 war die revolutionäre Phase vorbei. Und damit haben Revolutionäre dann klarzukommen, dass der Kampf in der Niederlage geendet ist und finden dann ihre Verarbeitungsform. Das aber nur kommentierend da rein. Und als Frage diesen ersten Teil meiner Fragen soll eigentlich so ein bisschen anknüpfen an das, was du in dem Buch geschrieben hast und heute auch gelesen hast. Ihr habt euch im Grunde genommen von allen anderen nachher im Gefängnis, aber wahrscheinlich auch schon vorher, systematisch abgeschottet gesagt, es gibt für uns kein Zurück in irgendeinen gesellschaftlichen Bezug und auch nicht in die legalen politischen Strömungen. Ihr habt für euch etwas geschaffen im Rahmen eurer Organisation, was euch sozusagen enthebt, jeglicher Verbindung. Ihr lebt das Neue und stellt dann für euch fest, ihr seid gescheitert. Habe ich das überhaupt so richtig zusammengefasst erstmal und dann vielleicht nochmal mit Bezug auf die sozialen Kämpfe Anfang der 70er Jahre. Du hast es im Grunde genommen ja schon deutlich ausgeführt, dass mit der Bemerkung, dass sie ökonomistisch begrenzt gewesen seien, da gab es dann keine Anknüpfungspunkte mehr. Ja, also das ist, ich weiß ja nicht, ob ich das ein sehr breites Feld, was du jetzt öffnest. Also erstmal hat sich nach 69, 70 heraus haben sich dann so Strömungen etabliert, die
mit einer sehr großen Selbstgewissheit angetreten sind und eigentlich über ihre Vorstellungen und Praxis nicht mehr diskutieren wollten, so nicht. Die RAF hat nicht mehr irgendwann nicht mehr diskutiert, sondern sie hat gesagt, also das ist ganz klar, wer wirklich radikal ist, der muss den Bruch mit allen gesellschaftlichen Verhältnissen machen. Wir müssen alles sozusagen umwälzen. Das Konzept der RAF, das ging ja sozusagen, das ist ja nicht das gewesen, hier sind wir und dann gucken wir mal, wo sind andere, die wir befreien wollen, sondern das Konzept der RAF ist ja gewesen, sich selbst in dieser Gesellschaft als kolonialisiert zu betrachten. Und das ging ja auch weiter. Also ich habe immer meine Gefühle damals sehr vorsichtig betrachtet, weil ich mir nie sicher war, ist da nicht irgendetwas drin, was so zu diesen schrecklichen Emotionalitäten im Nationalsozialismus geführt hatte, nicht? Also deswegen war ich eigentlich von Haus aus so ein bisschen eigentlich eher gegen Kollektiv, weil das ist mir alles sehr suspekt gewesen, weil mit Kollektivität habe ich natürlich diese Massenaufmärsche, diese Nazi-Feiern gesehen und diese ganzen Sachen. Also das Konzept der RAF ist ja davon ausgegangen, dass man gesagt hat, wir befreien nicht die anderen, sondern das Konzept ist gewesen, wir fangen bei uns an, so, und nur über uns selber. Wir sagen nicht dem anderen, du musst dies und jenes tun, sondern wir sagen, zeigen anderen auf und sagen, so lösen wir für uns Widersprüche, das machen wir. Und wenn es richtig ist, kannst du was daran erkennen, dann hat das auch eine Attraktivität für dich und dann zieht dich das an. Das hat mich wirklich damals ungemein angezogen, so an ihr. Darüber konnte man mit anderen Gruppen, wenn ich ja jetzt an K-Gruppen denke, an diese A0 oder die ML, die gingen noch nicht, da konntest du ja gar nicht mit drüber reden, weil die gesagt haben, das waren ja auch so insbesondere in ihrer Kaderstruktur unheimlich viele Studenten, nicht, die gesagt haben, nein, Lenin hat das gesagt, manchmal Stalin hat noch das gesagt und so weiter, und die kamen da einfach so mit festen Gewissheiten an, und die Arbeiterklasse und wir sind diejenigen, die sich vor die Fabrik hinstellen müssen und wir und bringen denen sozusagen, bieten denen unser Wissen an und wir wollen sie letztlich führen. Das haben sie nicht so klar gesagt, aber das hat dahinter gestanden. Und die wollten natürlich auch nicht über ihre Sache stehen, diskutieren, nicht? Und deswegen finde ich es stimmt zwar, dass wir auf der einen Seite irgendwann dann einfach unsere Praxis gemacht haben, aber letztlich hat das jeder gemacht nach 71, weil man irgendwie gedacht hatte, na gut, dann wir machen das und wir werden sehen, was am Ende überzeugend ist. Also das, glaube ich, war ein Kennzeichen der ganzen Linke. Man kann nicht den bewaffneten Kampf führen und dann ihn aber gleichzeitig zur Debatte stellen oder sowas. Das ist also auch nicht plausibel, sondern es gehörte schon dazu, die Entschiedenheit, das machen wir jetzt, und wie gesagt, wir suchen jetzt unsere Wahrheit in der Praxis drin. Was ich an der Stelle damals und heute nicht wirklich verstehen kann, heute natürlich kann man sich so viel zurechtbiegen, sozusagen zurechtdenken, was ich nicht verstehen kann, bewaffneter Kampf. Du hast ja auch davon gesprochen, damals waren alle militant, zumindest in ihren Äußerungen. Damals war aber auch sowas wie der Putsch in Chile, der so ganz klar gemacht hat, wenn man einen bewaffneten Kampf erfolgreich führen will, dann muss man die ganze Armee beispielsweise bekämpfen. Wenn überhaupt von Militanz die Rede ist, dann müssen das die Unterdrückten sein, die in ihrer Gesamtheit oder in ihrer Masse erkennen, dass sie unter erdrückenden Verhältnissen leben und bereit sind, vollständig aufzustehen. Welche Diskussion gab es dazu? Also dieser Feld, dem würde ich ja jetzt völlig zustimmen, erstmal, nicht? Und also dass du Chile angesprochen hast, das ist ja für uns nicht, also das war ja für uns sozusagen der Beleg
Legalität ist von vornherein gescheitert. Selbst wenn es dir theoretisch gelingen würde, über irgendwelche Strategien hier zu einer Mehrheit in der Gesellschaft kommen, wird sich die herrschende Klasse einen Scheißdreck drum kümmern, sowas, und die werden das nicht akzeptieren und die werden dagegen vorgehen. Und wehe, du hast dann keine Machtposition. Das ist mir so vor kurzem auch nochmal so eingefallen, so in dieser ganzen Diskussion.